Herzlich willkommen zurück, meine Weltraumpiraten. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie versprochen, möchte ich mit euch heute dieses wunderbare Wrack looten. Wie immer haben wir uns hier eine kleine Basis hergebaut, damit wir unterwegs mal Luft schnappen können. Das Einzige, was ein Problem sein wird, ist gerade doch nicht Wasser. Aber mal gucken, das war eben noch ein bisschen runter. Guck mal, wo wir hier reinkommen können. Bin ja mal gespannt. Wir gehen zuerst links. Bam. Unser Terraform-Index treibt sich auch schon so ein bisschen in die Höhe. Wir sind jetzt bei MTI angekommen. Okay. Das hat Potenzial, um sich zu verlaufen. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Ja, die Taschen, die sind immer so. Ach, guck mal, wir hatten doch ein kleines Eisenproblem, ne? Das sollte sich jetzt Gott sei Dank erledigt haben. So, zack. Was uns noch fehlt? Ne, haben wir doch einen kleinen Schrank hingebaut. Guck mal, hier ist ein Iridiumstab. Das ist schön. Zack. Und gleich nochmal rein da, in den guten Freund. Zup. Haben wir wieder so viel Schönes. Oh, guck mal hier. Bauplan nehmen wir auch mit. Das Eisenerz natürlich auch. Wir waren eben hier, ne? Mal gucken, ob wir hier nichts vergessen. Klack, klack. Oh, was ist das? Können wir das aufheben? Bohnen. Oh, cool. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Ja, ist wichtig, hier genau hinzugucken. Wie viel Platz ist noch? Boah, hier stehen noch zwei Truhen. Oh, was hat Biokunststoff? Ja, ich sehe schon. Wir müssen nochmal. Oh, das auch. So viel hier. So viel. Ich habe so ein bisschen Schiss, mich hier zu verlaufen. Ne? Scheint doch echt groß zu sein. Und so wie es aussieht, reicht ein Schrank nicht. Ist halt nur die Frage, da muss ich das... Das mache ich offline quasi. Die schönen Sachen immer rüberbringen. Ihr habt euch ja noch nicht geoutet. Wie ihr es dann haben möchtet. Ob ihr das mit angucken wollt. So. Wir haben bis jetzt nicht mal so. Licht an. Kurz orientieren. Ist hier noch. Ach, guck mal, hier liegen auch so viel. Samen. Das heißt, wir können wieder ein paar Nahrungszüchter bestücken und beglücken. Ah, hier waren wir vorhin. Das ist alles weg. Dann gehen wir hier einmal durch. Den nehmen wir... Gold. Oh, guck mal hier. So viel Samen. Hier nochmal in die Ecken. Das sieht aber gut aus. So, schnell zurück. Ich bin ja... Ich gebe zu, ich bin ein bisschen ängstlich, ne, was das angeht. Ich habe keine Lust, hier zu sterben. Oh, geil. Okay, das hatte ich auch noch nicht. So viele Schränke hier aus einem Wrack. So viel Loot. So, wir. Das heißt für uns, wir brauchen unbedingt ein. Wasser brauchen wir. Ja, Wasser wird. Warte, ich wollte mal schnell gucken. Wir können uns ja den kleinen herstellen hier. Eisen-Silizium. Das sollten wir doch haben. Eisen. Haben wir jetzt nicht. Mach keinen Quatsch hier. Okay.
Das müssen wir dann nochmal eben kurz besorgen. Na, kann man ein bisschen Eis mit. Ne, das ist kein Eis. Du darfst mitkommen. Du wirst auch gleich verbraucht. Eis, Eis, Baby. So, Licht aus. Den setzen wir uns mal kurz hier hin. Kobalt hatten wir nicht gefunden. Ein. Nee. Aber jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Wasser. Oh, nicht wegschmeißen hier. Du sollst verköstigt werden. So, gehen wir hier nochmal runter. Ich will nochmal gerne in die Ecken gucken. Da hatten wir. Da müssen wir hier den Langgang gehen. Nur mal eben schnell Luki Luki machen. Das sieht gut aus. Siehst du, haben wir hier alles erfolgreich gelootet. Das heißt, wir können gleich nach oben gehen. Ich bin ja so ein bisschen misstrauisch. So. Hier können wir noch das. Okay, geht nicht. Das. Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen dann einmal schnell Luft holen. Und dann können wir die andere Seite bearbeiten. Ah, ich würde sagen, also das hat sich jetzt schon mal gelohnt. So, einmal rechts, Licht an. Mal schön in die Ecken gucken. Oh, das ist hier auch so riesig, ne? Was ist hier? Kann man das wegmachen? Nee, schade. Schade, Banane. Oh, ist das die Kommandozentrale hier? Sieht fast so aus, ne? Da ist noch eine Kiste. Ah, hier sind auch noch. Jede Menge Samen. Da ist auch noch einer. Geht's da auch noch? Na. Oh Jesus. Kurz orientieren. Oh, hier ist auch noch eine Kiste. Wie genial ist das da, ne? So, jetzt muss er aber zack, einmal schnell zurück. Da, da, da. Das ist wunderbar. Das Einzige, was nur ein bisschen problematisch sein wird, der Weg ist halt nicht mehr so kurz. Wir brauchen unbedingt dieses Jetpack. So, ja, hier, guck mal, eine große Heizung, zwei Baupläne, das ist doch wunderbar. So viel Samen. Gehen erstmal noch. Na, hier war nix. Das Licht, das wäre schön, wenn das ein bisschen der Kegel breiter wäre. Damit man auch so halbwegs vernünftiger gucken kann. Los, 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 los. Wir haben noch keine Zeit. Noch mehr Samen. Können wir bald eine Samenzucht. Raketen. Oh, geil. Das brauchen wir für unseren Jetpack. Noch mehr Samen. So viel Samen können wir, so viel Nahrungssüchter können wir gar nicht bauen und so viel Veggie-Tubes da. So, das sieht gut aus. Schaffen wir das noch? Ja. Na, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Nehmen wir das Zeug schnell weg. Was regnet? Hallo, lieber Regen. Ich freue mich. So, Wasser. Wir haben immer noch kein Wasser gefunden, ne?
Aber einmal können wir noch rein. Hier haben wir alles durch. Dann gehen wir noch mal oben, da war noch eine Kiste. Hier, die will ich mitnehmen. Und hier die. Oh, jo! Wie sollen wir das denn alles nach Hause kriegen, du? Da langs. Ne, andere Seite. Oh, geil, 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 geil. Das heißt, wir können unsere Base richtig schön ausbauen. Wir können uns um die Energie kümmern. Das ist ja bis jetzt so das Problem, was am schnellsten aufgetaucht ist. Und das heißt, unser Terraform-Index sagt auch: Danke, aber nein, danke. Vier Schränke. Das hat sich mal gelohnt, würde ich sagen. Das ist natürlich falsch rum. So, haben wir. Nee. Mal schön sortieren, den Mist hier. Ja, komm. Ups. Geht's hier auch noch hoch? Weiß nicht, ob hier auch noch irgendwas liegt. Nein. Cool, weil man sich später auch so ein kleines Raumschiff bauen kann. Aber gut, wir waren rechts. Da, tick, tick, tick. Da waren wir. So ein bisschen orientieren. Hier hoch. Ist halt heftig, ne? So viel. So, liegt hier noch was im Schrank? Nee, das haben wir auch alles. Mal gucken. Piep, piep. Wär auch schön, wenn hier so ein Reaktor wäre oder was auch immer, damit man den Strom anschalten kann. Damit man hier drinnen wenigstens so ein bisschen Licht hat. So, die gehen auch nicht auf, die Türen. Dann können wir wieder runtergehen. Oh, Biolabor, siehst du. Es läuft. Es läuft. So, ich guck nochmal. Ne, das ist nur ein Waschbecken. Guck mal, da haben wir noch Kürbiskerne. Oh, wir müssen raus. Ja, schade. Also, was heißt schade? Das ist jede Menge Loot, bis wir das nach Hause gekarrt haben. Da vergeht schon ein bisschen was. Allein die Baupläne, die sind ja cool. Oder die Mikrochips. Die ganzen Samen, das ist geil. So, ich will mal eben ein bisschen Eis besorgen. So, für den kleinen Snack für zwischendurch. Und nachdem wir das Wrack von innen gelootet haben, können wir auch mal gucken. Wir hatten ja bei dem anderen Wrack, das außen eine schöne goldene Kiste war. Nun nehmen wir hier Kobalt auch zwei Stück mit, dann können wir so ein bisschen Sauerstoff herstellen. Bup. Müssen wir gleich nur überlegen, was genau wir mitnehmen. Mit nach Hause. Ja. Ist ja gut, mein Junge. Wir kümmern uns doch um dich. Zack, was zu mampfen war hier auch. Das habe ich gesehen. Da. Gucke mal. So, einmal gehen wir noch ins Wrack rein. Ich denke, rechts haben wir alles. Ich bin der Meinung, wir haben links noch irgendwas vergessen. Das möchte ich noch mit euch zusammen gucken. Einmal Licht an. Spot aus.
So, zack, zack. Nichts liegen lassen. Okay, scheint doch, dass wir alles mitgenommen haben. Gehen wir hier die Seite nochmal gucken. Sehr gut, ich bin stolz auf uns. So. Du darfst auch mal ein bisschen laufen. So, da geht's wieder raus. War schon wieder dunkel, ne? Im Dunkeln ist gut munkeln. So, dann möchte ich noch mal, das haben wir, das haben wir. Ich möchte noch einmal ums Schiff rumlaufen, um den Pudding laufen. Ob wir da noch ein bisschen was, na, hier war eine Kante. Schön, herrlich. Ich muss ja sagen, so ein bisschen habe ich mich in das Spiel schon rein versunken hier. Die Frage, ob wir da hochkommen. Jo, einmal tricksen hier. Aber da wären wir nicht auf den Kommandostand. Da würde ich gerne hochkommen. Kuckuck. Ach, guck mal, hier ist noch eine Kiste. Ich meine, ich finde das ja richtig genial, dass wir hier so viel Loot finden. Aber da den ganzen Mist nach Hause zu bringen, das ist dann wieder die andere Geschichte. Die Arbeit bleibt dann wieder an mir hängen, ne? So seid ihr zu mir. Können wir hier hochbacken? Nee. Nein, das ist natürlich. Wir nutzen keine Glitches oder Bugs aus. Kommt ihr dann darauf? So, nächstes Sturm kommt auch. Sturm, würde ich sagen. Gucken wir gleich nochmal in die Richtung, ob da was Schönes liegt. Und dann haben wir das Wrack auch schon abgehakt hier. Haben wir echt. Ja, ich würde sagen, als wenn sich das nicht gelohnt hat hier. So, hier ist noch ein bisschen Platz. Das lassen wir drin. Aber nicht hier wieder, ne? Auf mich hier. Ich bin nur so ein kleiner armer Weltraumpirat hier. Ich muss mich darum kümmern, dass der Planet hier bewohnbar ist. Und ihr ballert mich da mit Meteoriten ab. So, hier sieht es sehr leer aus. Ist hier noch was versteckt drin? Nee. Es muss schon ein mächtiges Raumschiff hier sein. Ich hatte ja ein bisschen die Hoffnung, dass hier irgendwo noch eine goldene Kiste versteckt ist. Aber es scheint fast nicht so. Jo, ich kann fliegen. I believe I can fly. Das wäre jede Menge Eisen hier, aber gut. So, also was ich unbedingt mitnehmen möchte, ist das Raketentriebwerk, damit wir uns den Jetski bauen können. Den Obala. Bauplan. Also das. Ist die Frage, ja. Das. 125. Das lohnt schon echt, ne? Einmal durchgucken, was hier so die Superlegierung, da ist es. Raketentriebwerk. Die und das. Soll ich Müll raufschreiben? Herzlich willkommen, lieber Supermüll. Na, schon. Wo wir uns die Superlegierung ja mittlerweile selbst herstellen können. Den nehmen wir noch mit hier für die Heizung.
Aber was wir wenig gefunden haben, fällt mir gerade auf, ist Aluminium. Ja, okay. Ich habe nichts gesagt. Bauen wir unser Jetpack her. Dann laufen wir eben zurück. Kurz Orientierung da. Ja, da hinten müssen wir hinlaufen. Hab meinen Wagen vollgeladen, voll mit alten Sachen. Kein Platz mehr. Ich möchte einen besseren Rucksack haben. Das dauert aber. Ich glaube, bei 5 MTI wird der freigeschaltet. Kann ich mich dran erinnern. Das hatten wir ja schon mal zusammen geguckt. So lange ist das ja auch nicht mehr hin. Und dadurch, dass wir jetzt ein paar Stäbe gefunden haben hier. Aber Moment, die Stäbe sind ja für die Heizung. Wir bräuchten Uran bräuchten wir. Ach, Mist. So, einmal Luft schnappen. Unsere Basis wächst auch langsam. Das heißt, da waren wir, da waren wir. In der Höhle, da oben waren wir. Hier vorne im Aluminiumgebiet. Dann können wir uns entscheiden, ob wir dahinter mal gucken, da rechts rum oder in den Canyon da rein oder hinten Richtung, was auch immer dieser Bogen ist. Bei unserem kleinen nächsten Ausflug. Das bisschen Gras sein? Erstmal gucken wir die Baupläne durch. Das war aber hier vorne. Gucken. Dann sind wir mal wieder stumm vorbei. So, Bildschirmkarte. Okay. Schreddermaschine. Ja, Innenbeleuchtung ist auch so. Abbaugeschwindigkeit T4. Das ist gut. Und Jetpack. Das siehst du. Es lohnt sich. So, ich wollte mal eben gucken für die Heizung. Silizium. Ach so, ja, Heizung wird schlecht, ne? Weil wir haben ja immer noch das akute Problem mit der Energie. Das heißt, wir müssten erstmal Uran finden. Bräuchten wir Stoff, glaube ich. Ne? Ich muss mal eben gucken, was wir brauchen. Zweimal Uran. So. Ach, wir brauchen zwei davon. Oha. Einmal Titan. Ja. Ne? Warum einfach und günstig, wenn es auch so teuer ist? Osmium nimmt, das haben wir noch nicht gefunden. So, zack. Wie geht da jetzt? Gleich ausprobieren. Oh, ja, okay, das ist schon ein Ticken schneller. Muss Leertaste gedrückt halten. Also einmal raufdrücken und dann gedrückt halten. Wenn er dann will, ja. Ah ja, aber kommen wir schon mal schneller voran. Ne? New. Jetzt können wir singen, ne? Hier, I believe I can fly. Zack.
Sehr schön. Wir kommen immer weiter voran hier. Ich freue mich wie so ein kleiner Königstiger. Ah, das ist halt kein schöner Eingangsbereich hier, ne? Das muss ich ja mal zugeben. So, VeggieTube, wir hatten die Nahrungszüchter, ne? Ist halt die Frage, was wir jetzt als nächstes bauen. Den haben wir noch nicht. Und den, ja, Osmium, das können wir vergessen. Fokussieren möchte ich mich gerne auf die Produktion von Energie. Aber es lohnt sich quasi erst, wenn wir den Kernreaktor haben. Und Uran haben wir nicht. Gibt's nicht, haben wir nicht, brauchen wir. Was natürlich das Schöne ist, wenn wir genügend Uran gefunden haben, dann können wir die auch mit 9 Stück zu Uranstäben machen und dann sieht die Welt auch schön. T4, welchen haben wir? Ich möchte bitte einen neuen Rucksack. Den bauen wir jetzt. Schnell. Haben wir die schon die ganze Zeit gehabt? Das ist ja. Titan. So. Ich glaube, das war es so. Haben wir das so schön geordnet, ne? So, Rucksack T3. Didit. Ja, läuft. Das passt doch wunderbar. Das heißt, und die Abbaugeschwindigkeit, ne? Auf 4. Sauerstoff tief. Okay, dann Sauerstoff auch erhöhen. 2 Superlegierungen und einmal Kobalt. Wird knapp hier. Ja, das. Also ich finde, diese Folge hat sich mega gelohnt. Heute das Wrack. So, den müssen wir natürlich wieder rauspacken. Andere Taste. So rum. So. Wunderbar. Einmal noch rein. Boah, 370. So, was ich euch verspreche, wie versprochen, ich werde mal den ganzen Loot abholen. Und dann können wir nächstes Mal weitermachen und uns ein bisschen die Base hier schöner machen. Ich hoffe ja, dass es irgendwann noch eine Möglichkeit gibt, diese Wohnabteile hier ohne diese Zwischendinger zu machen. Damit man, ich mag das halt lieber, wenn man so einen offenen Raum hat. Und dann könnte man auch, ja. Hier ist unser Heizungskeller. Ja, die Tür ist halt doof. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit reinschaut. Ich wünsche euch wunderschöne Ostern. Denkt dran, bitte lasst mir einen Daumen nach oben da. Bis dahin, euer Pokémon.